Hallo, ich bin gerade durch. Nach dem Ferocious Beast Level bin ich gerade durch. Wir machen jedenfalls weiter bei Super Compact World, der vermutlich letzte Part. Gibt es denn überhaupt noch mehr Switches? Hä, wir haben einen gelben und einen grünen. Ah, die Welt endet da. Gibt es wahrscheinlich nur gelb und grün. Okay, meinetwegen, wie auch immer. Egal. Power of Yoshi. So, ich werde es wie immer erst ohne Saves jetzt probieren. Das bleibt so, ne? Bitte versteht mich nicht falsch. Das bleibt so, ich werde es immer erst gucken. Und erstmal feiere ich die Musik. Okay, hat die noch einen Hauptmelodie-Dings? Oh, wo kommt das her? Kennt das jemand? Oh Gott, das ist voll mein Ding. Das ist auch voll der lange Partner. Das geht ja die ganze Zeit, ist ja noch nichts Neues. Von welchem Spiel ist das? Wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare. Okay, jetzt haben wir ihn durch. Sick. Sicker Port. So, dann holen wir uns mal... Ja, das war genau das, was ich machen sollte. Ich sollte natürlich die Power von Yoshi wegessen, damit ich auch ja nicht fliegen kann. Genauso funktioniert das Level. Okay, die Dinger sind Insta-Kill, das ist schon mal gut zu wissen. So, wir haben natürlich auch eine Feder zur Verfügung. Weil wir nicht komplett dumm sind. Und die gleich am Anfang verlieren. Dann passt das auch. Das heißt aber, ich kann hier nicht landen, ja? Okay. Das heißt, ich muss die Shell zwischendurch mal woanders ausspucken. Also auf jeden Fall, bevor wir richtig losfliegen, muss ich die da drüben einmal ausspucken. Damit wir hier wirklich mit voller Kraft loslegen können. Oh boy, ich habe die Decke nicht wahrgenommen. Die Decke muss ich auch aufpassen. Oh, das Lied ist super gut. Und ich habe vergessen, dass das Lied gar nicht aufhört, wenn wir sterben und so weiter. Ich hätte es einfach laufen lassen können, ohne dass wir dabei Zeit verlieren. Okay. Das läuft ja einfach alles weiter. Hätten wir auch so gehört dann. Sorry für die 2 Minuten Zeitverschwendung. Aber woher kommt das? Das ist voll gut. Wo kommt das her? Boy! Da ist dann eine Stelle zum kurz mal Shell ausspucken. Wobei, das ist schon wieder ungünstig. Das ist nur 2 breit. Ekelhaft. Ekelhaft. Was soll mir der Pilz eigentlich bringen? Ja, genau. Ah, gib mir nicht auf den Keks. Das war nicht so... Wow. Okay, aber ich habe die Zeit. Ich habe die Zeit, glaube ich. Also die Schelle bleibt ja doch recht lange im Mund. Die Zeit müsste ich eigentlich haben.
da keine Probleme zu bekommen. Dumm! Aber da wir eh schon mit Safe-Sits arbeiten, werde ich mal einen Safe-Sit setzen, wenn wir losfliegen mit dem Ding. Ich habe keine Lust, den Anfang mal wieder neu zu machen. Aber wozu soll ich den Anfang hier mal wieder neu machen? Das ist auch Quatsch. So. Hier kann man den setzen und dann geht's ja hier mal los. Bis dahin ist ja noch nichts passiert. Bis dahin ist das Level nur vorbereitet worden. Intro praktisch. Das hier ist der eigentliche Teil des Levels. Okay, der schießt zweimal. Und dann können wir hier uns einmal gucken. Oh wait, ich kann die da reinknallen. Oh, das ist ungünstig. Die kriege ich jetzt nicht mehr. Gut, die Shell habe ich wieder. Aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ach so, okay, aber durch Safe-Sets mache ich die Musik natürlich kaputt. Das tut mir leid. War jetzt immer wieder den gleichen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Ein sehr großer Nachteil von Safe-States, dass die Musik da nicht einfach wird. Auch hier eigentlich warten. Ja, das geht auch. Das ist nicht so weiter schlimm. Das ist schlimmer. Ich darf, also wenn ich an die Decke komme, verliere ich einfach nur meinen Power-Up. Schlimmer ist es, wenn ich so getroffen werde, dass das Yoshi sozusagen abhaut. Das ist das größere Problem dann. Ja, das da ist das Problem. Ich darf nicht getroffen werden. Die Decke ist nicht schlimm, da werde ich nur klein. Mist. Mist. Hoch, 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 hoch. Nein! Gibt's da nicht. Alter! Ich hab doch den Ball jetzt gar nicht berührt. Zumindest meine Empfindung. Ah, die ist wohl falsch. Ja, das ist mir lieber, als irgendwie von den Viechern getroffen zu werden. So. Nee, das haut nicht hin. Schade. Ich wollte es mal probieren. Ich muss die anders da rausholen. Ah, ich springe einfach rein. Ja, klar, wie vorhin auch. Nur, dass ich Yoshi halt stehen lasse. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Nice. Also, habe ich gesagt, bevor ich getroffen wurde. Also, okay. Passt. So, jetzt hüpfen wir hier einmal von Yoshi runter. Holen uns die Shell. Gehen zu Yoshi zurück. Setzen den Safe State. Und dann geht's weiter. Oh, und ich hab die Sterne nicht gesehen. Ab da sind wieder Sterne oben. Und er ist selber auf einem Stern drauf. Oh boy, oh boy. Okay. Also, soweit klappt das. Da. Schwierig. Viermal und dann Abflug. Da oben muss ich die Shell nochmal ausspucken. Das ist eindeutig eine Stelle zum Shell ausspucken. Wobei die kommt eigentlich relativ bald sogar, die Stelle. Oh Gott, dass ich das... Nee, das ist...
muss hier den einen hinten mit einfach mitnehmen. Und dann ist er... Oh Gott, warum ist das so kritisch? Warum wird man das so schnell getroffen? Nein, das ist nicht gut, das war zu bald. Okay. Aber guck mal, da unten kann ich dann wieder die Decke nutzen, erstmal eine Zeit lang. Das ist auf jeden Fall gut. Da ist die Decke nicht mehr versternt. So, vielleicht komme ich jetzt mal mit... Das ist... Boah. Nice. Ich wollte gerade sagen, ich riskiere einfach jetzt, wenn ich da mit Pilz durchkomme, dann nehme ich einfach den Hit an der Decke. Es ist mir so egal. Wenn ich da mit Pilz durchkomme, nehme ich den Hit an der Decke. Ganz ehrlich. Dann nehme ich den mit und komme dafür auf die Plattform. Ja, der ist zu bald. Jetzt komme ich da nicht durch. Ja, nicht. Wie spielt man sowas ohne Safe-State? Mein Gott, das ist zu krass. Es ist zu wild. Oh, wow. So. Ich habe gesehen, ich habe ein State gesetzt. Das war für mich ein Abschnitt, der ausreicht, um ein State zu setzen. Praktisch ein Statement. Oh Gott. Okay. Auf dem Cooper kann ich dann wieder... bei dem Cooper kann ich dann wieder die nächste... Ah, das hat nicht funktioniert. Aber wie viel das schon wieder am Stück funktionieren muss. Ich meine, sobald ich einmal getroffen werde, müsst ihr bedenken, wenn ich Yoshi verliere, war es das ja, dann stürze ich ja in den Abgrund. Das ist ja wieder so ein One-Hit-KO-Ding. Hä? Jetzt ist er einfach nicht hochgeflogen. Hä? Jetzt ist er hochgeflogen. State. Hier wollte ich eigentlich den State setzen. Oh boy! Na klar. Okay, und aber dadurch, dass das Level jetzt hier schon wieder zu Ende ist, fühlt sich schon wieder zu leicht an, es mit States zu spielen. Die sind echt kurz, die Level. Ja, das war's jetzt halt. Ah. Mit einem Midway-Point wäre es vielleicht ohne Safe-States spielbar, aber es gibt halt keinen. Ach, ich weiß nicht. Ich will den Hack durchhaben. The Big Crunch. Hä? Oh, in dem Moment muss ich dann... Oh Gott. You serious? Oder so. Wait, das geht vielleicht anders. Ich glaube, ich kann oben rum. Geht das? Kann ich mich da so durchdrücken? Oder killt mich das Ding? Ah, es geht. Ich bin zu langsam, wenn ich das so mache. Are you kidding me?
Aber wenn das geht, kann ich das auch zweimal machen. Ja, und dann ist die nämlich weg. Oh, boy. Was ein Anfang. Ah, ich hab's falsch gemacht. Oder kann ich einfach durchrennen? Ich glaube nicht. Nee, keine Chance, einfach durchzurennen. Keine Chance. Ich muss das dann, glaube ich, sogar so machen. Deswegen ist da oben wahrscheinlich auch keine Decke. Also, deswegen ist da oben wahrscheinlich keine Stachel, sondern Decke. War, was ich sagen wollte. Ja, weil das ist nicht das Problem. Das funktioniert. Ja, das kann ich stundenlang so machen. Und hoch! Okay, Leute. Ich werde mit Selbstsinn spielen. Zu viel, was ich auf einmal hintereinander machen muss. Ich hab da keinen Nerv für. Okay. Das hätte jetzt noch keinen, das ist noch in Ordnung. Wie mache ich das? Ich muss durch, wenn die oben lang. Ich muss im Prinzip mit ihr zurück. Das ist eigentlich alles. Ich muss schneller als sie zurück sein. Ja, das funktioniert auch. Da muss ich dem jetzt halt ausweichen. Das funktioniert auch. Ich denke, wir können mal wieder einsetzen. So, die Stachel ist weg. Dann kommt ja auch dann nicht wieder, ne? Dann kann ich einfach da hoch. Okay. Da einfach unten drunter durch. Das klappt soweit. Da einfach drüber, wenn er ungefähr in der Mitte ist. Das sollte auch funktionieren. Habt ihr die Mitte gesehen, in der er war? Seht ihr, wie mittig der ist? Mein Gott, bin ich blöd. Ja, nicht ganz, aber es müsste, wenn er mittig ist, wirklich funktionieren. Ja. Nochmal der gleiche Spaß. Ja, also das. Ich weiß, wenn ich es jetzt mit Selbstsinn spiele, das ist wieder leichter gesagt als getan. Da ist jetzt schon wieder so eine Stelle. Die werde ich, glaube ich, ein paar Mal nicht schaffen. Klar, wenn ich selbst jetzt setze, dann schaffe ich es natürlich. Und die jetzt nochmal kritischer. Ein bisschen Anlauf. Ja, natürlich. Das war das Level. Das war einfach das Level. Also gut, das kommt noch dazu. Aber das war einfach das Level. Das ist ja super kurz. Ja, natürlich sage ich das unter dem Eindruck der Safe States, die ich genutzt habe, aber das ist ja trotzdem super kurz. Und der Boss ist einfach Roy, oder nee, das ist nicht Roy, wer ist das? Ist ja wurscht, wer das ist. Der oder das Röhrenviech halt. Entweder Wendy oder der andere. Ich weiß gerade nicht, wer das andere Röhrenviech ist. Ist es nicht Roy? Was haben wir denn noch? Larry? Larry ist es auch nicht. Iggy ist es auch nicht. Das ist ja wurscht. Oh, jetzt natürlich klappt es jetzt wieder nicht. Ja, mit ein bisschen mehr Geduld würde man das wahrscheinlich auch ohne Safe-Set schaffen. Also das jetzt wieder von der Schwierigkeit her deutlich einfacher. Aber deutlich einfacher. Es ist sogar Wendy. Also deutlich einfacher als ja, den Boss spiele ich auch ohne Saves jetzt, das ist klar. Aber das ist jetzt von der Schwierigkeit her wieder. Wieder deutlich einfacher als das Yoshi-Level gerade. So, was soll das denn? Das Yoshi-Level gerade war ja ohne Saves jetzt die absolute Hölle. Das kann ich mir ohne Saves jetzt theoretisch vorstellen. Aber nur theoretisch. Die Stelle mit dem Dings am Anfang ist kritisch.
mit dem Knochen trocken. Der Boss ist eigentlich nicht das Problem. Wenn man ein bisschen aufpasst. Ein bisschen Glück hat oder Pech. Gut, natürlich, die Stelle hier jetzt wieder, wenn man von ganz vorne hinkommt, ist die Stelle nochmal deutlich kritischer, ne? Wenn ich nicht weiß, ich muss nur die drei Sägen nochmal spielen, sondern ich muss das komplette Level nochmal spielen, dann macht es das schon nochmal schwieriger. Bitte versteht mich nicht falsch. Mir ist klar, dass ich das alles gerade unter Eindruck der Save States sage. Trotzdem verglichen mit dem Yoshi-Level, was ich mir überhaupt nicht ohne Save States vorstellen kann, wirkt das hier für mich wirklich einfacher. So, und tschüss. Shish. Ja, das war's. Upon the destruction of the new found Story. Keine Lust mehr auf die Story hier. Also, Schwierigkeits... Es hat wirklich schon angefangen, der Hack. Er hat wirklich schön angefangen. Dann hat er halt angefangen, so zu sein, wie er war. Ich bin sehr zwiegespalten. Wir spielen es jetzt nochmal ohne Save States. Ich meine, wir sind jetzt durch, ne? Wer jetzt nichts mehr sehen will von dem Hack, ist entlassen. Und ich würde das Level gerne nochmal ohne Save States probieren. Weil das kann ich mir eigentlich vorstellen. Wenn ich nicht komplett dumm bin. Die Stelle ist, wie gesagt, das ist die Stelle, die kritisch ist. Das ist die für mich in meinen Augen kritischste Stelle. Weil das werde ich ganz selten erwischen. Ja, das wollte ich nicht. Weil das werde ich ganz selten erwischen, das Ding. Das sage ich jetzt schon. Das werde ich ganz selten erwischen. Ich kann. Ist das Cheaten oder ist das Ausnutzen von Game Mechanics? Geht das nicht? Geht das nur mit Koopas? Oder bin ich einfach nur zu schlecht im Timing? Ich schätze, ich bin zu schlecht im Timing. Für die, die nicht wissen, was ich vorhabe, wenn man rechtzeitig screent, scrollt mit dem Screen, kann man Gegner von Plattformen schubsen. Vielleicht geht es nur mit Koopas, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu schlecht. Wahrscheinlich eher das. Ah, das ist... Die Stelle ist unangenehm. Die Stelle ist äußerst, äußerst unangenehm. Das ist die Stelle, die ich vorhin auch gesagt habe, dass die das Problem ist. Ansonsten kann ich mir spontan keine vorstellen, die so ein Problem wie die ist. Es kann natürlich Stellen geben, wo ich mich anstelle, aber keine, wo ich so das Gefühl habe, dass sie... dass sie ein Problem darstellen. Die am Schluss vielleicht mit den drei Sägen, weil man dann aufgeregt ist. Aber im Grunde waren die drei Sägen in Ordnung am Ende. Na, habt ihr gesehen, ich bin recht oft durchgekommen. Ich habe natürlich immer direkt bei den Sägen gestartet und war somit nicht aufgeregt. Na, der Faktor ist raus. Aber... ja... Nein, das wäre es gewesen. Ich muss es richtig timen. Ich muss es richtig timen. Es hat auch wieder so ein knappes Zeitfenster, in dem man darüber kann. Aber jetzt müsste wieder alles zusammenpassen. Ja, jetzt passt. Da passt es. Das ist das Fenster, was ich brauche.
Aber trotzdem, was dem Hack fehlen, sind ein paar Midway Points. So. Ich weiß, es sind kurze Level, aber es ist halt von der Schwierigkeit her schon ein Midway Point, wäre ganz nett. Also gerade in dem Yoshi-Level. Also das Yoshi-Level, ich sehe da keine Chance, irgendeinen Abschnitt ohne Safe-States zu schaffen. Ein Treffer und du bist weg. Ja, es ist ja auch so, weil ich klein bin, klar. Aber hier wird man im Normalfall nicht so schnell getroffen, wenn man sich nicht komplett dumm anstellt. Zurück und ich habe hier meine Ruhe. So. Das hat man vorhin geschafft. Und dann kamen die Fische. Die sind im Prinzip auch machbar. So. Die kann ich schon mal antriggern, dann ist die auch egal. Wie mache ich das am blödsten? So ein bisschen drüber und dann einfach loslaufen. Ja, und dann... Ich sollte es mit einem Spin-Jump ansetzen, dann habe ich mehr Zeit. Dann habe ich da mehr Zeit für. Ich sollte es mit einem Spin, dann habe ich da mehr Zeit für. Ich habe die Sprungtaste nicht gedrückt. Dann kann man nämlich über diese Lücken drüber laufen. So, der nächste ist es. Nee, der nächste. Der ist es. Der wäre es gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte. Zurück noch setzen. Ach man, dass ich jetzt an der Stachel vorhin gestorben bin, ist doof. Das war nicht notwendig. Da habe ich mich, war ich wieder zu hektisch. Einfach wieder zu hektisch gewesen. Ärgerlich. Ach Leute, lassen wir es dabei. Ich bin bis zur Stachel gekommen. Das soll reichen. Machen wir lieber mit Evil Conquest weiter, ne? Drei Parts, Compact World und wir waren durch, weil ich sehr viel Safe States genutzt habe. Ich weiß, aber wir haben jetzt alles von dem Hack gesehen. Und ich denke, ihr habt zum Teil auch das Gefühl bekommen, so ganz ohne Safe States ist es schon sehr, sehr schwierig. Schaffe ich nicht. Kann ich euch gleich sagen, schaffe ich nicht. Komplett ohne Sales jetzt dadurch. Nee. Ab dem Level mit der Höhle. Die könnte man noch ohne Sales jetzt schaffen. Das habe ich auch gesagt. Aber danach ist es wirklich teilweise in manchen Leveln unmöglich geworden. Okay. Danke fürs Zuschauen. Rechtfertigungskonnen verabschiedet sich. Und tschüss.